send Rigoletto La Donna Mobile. He sent it La Donna Mobile, quel più malvento, muta d'accento. Am I sure they got... Then Caruso came along and he brought a new air. He went La Donna Mobile, quel più malvento. He gave it a new look. And the opera became famous because Caruso gave that different interpretation. You know, the song. Очень религиозным человеком. И одно время он хотел уйти в монастырь, стать монахом. Но люди, знавшие его, сказали: «Ваня, служи людям своим голосом». Вы знаете, без слез просто не могу сейчас вспоминать этот эпизод. И тогда Козловский сказал: «Я буду петь, пока надо мной не захлопнется крышка гроба». Суфестим, макензи, зо. О, дольчи бачио, лангвиде, лей инвеше апри сони, си махен, зо. О, дольчи бачио. Das sind sozusagen noch beste vokale Manieren, kein Schluchzer, ein schönes, schlankes Singen, im richtigen Moment auch mal einen Ton ein wenig öffnen, also richtig aussingen, aber ohne, dass er über die Grenzen der Stimme dabei hinausgeht. Es ist immer innerhalb der Mittel, innerhalb der Reserven der Stimme. Die Stimme, die hast du nicht mehr gehört. Du keiner mehr hat so Stimme. Da bist du runtergekommen bis an den Schmiedhof, rein, bis in der Ruttach. Aber die Beste hat der gehabt. Da bist du gut im Fall. Also keine 50 Meter auseinander. Aber eine gewaltige Stimme und der Papagei hat halbe Treppe leert. Genau. Und deine Hähne haben vom Misthaufen davon, Mann. Trink mal Brust auf. Ja, noch alle gut kennen. Prost, 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 also. Prost, Prost. Mesdames et messieurs, on va vous chanter la chanson de Paris. Au milieu des badauds sur le boulevard, on sent un gay banjo d'une guitare. Des petites midinettes chantent une chansonnette qui toujours parle d'amour. Il demeure le plus grand exemple de ténor français et d'interprétation du répertoire français qu'on puisse avoir. Mais c'est un produit régional, comme on dit, des crêpes ou de la confiture ou de l'huile d'olive.